Vier Bündnerinnen und Bündner, die gerne kochen. Vier Abend, Spass, Geselligkeit und feines Essen. Dreimal bei den anderen und einmal bei dir daheim. Bündner kochen für Bündner. Natürlich aus Graubünden. In dieser Ausgabe mit dabei die Christiane aus Felsberg, die Yvonne, der Andi und der Patrick, alle drei aus Chur. Heute ist der vierte und letzte Abend von der zweiten Staffel. Und mich nimmt es ja schon Wunder, wer von diesen vier das am Schummeln ist. Also, jemand von diesen vier ist gelernter Koch. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt aber heute auch noch den Patrick testen, ob er es allenfalls sein könnte. Ich meine, Klasseverkäufer, nehmen wir ihm das ab? Ich möchte wissen, wie lange und was er vorher gemacht hat. Das gehen wir jetzt fragen. Hey, und übrigens, das hier gibt es zu gewinnen. Gesponsert von Terra Nuova. Ja, wer kommt euch das heute über? Ja, hallo, ciao zusammen. Hoi. Hallo Patrick. Herzlich willkommen, der Görlstrasse 70. Dürfen wir reinkommen? Selbstverständlich, kommen wir rein. So, was gibt es heute bei dir? Ah, das sieht noch viel aus. Aus der Region raus. Aus dem Metzger geholt. Wie tust du denn das jetzt zubereiten? Kurz angrillieren, Muster geben. Dann ist es noch roh und dann kommt dann der Butter drüber, die Alpenkräuterbutter. Und dann tun wir es dann im Ofen kurz fertig grillieren. Was gibt es zum Apero heute? Heute habe ich eine ganz alte Frau. Hausfrau. Ich habe heute Fleischbällchen gemacht mit einer feinen Tomatensauce. Gemüsebällchen mit einer Sauerkind-Curry-Sauce. Und dann habe ich Mozzarella, frische Kügel mit Pesto und getrockneten Tomaten. Kommt noch dazu ein Spargelsüppli, ein Espresso-Tässchen, das wird dann unser Apro sein. Ui, das klingt ziemlich professionell. Da bin ich ja gerade gespannt, wie es weitergeht. Als Vorspeise haben wir ein Egli-Filet, Salt in Bocca, neu kreiert mit Erbsenpüree und blauen Kartoffeln. Hauptgang haben wir schwarze Polenta mit Spargelspitzen und ein Rindsfilet mit einer Bergkräuterkruste. Und zum Dessert? Den Dessert tue ich jetzt noch nicht verraten, das soll wirklich zur Preis sein. Wir haben heute wirklich in verschiedenen Gärten. Ich gehe Blümchen klauen, ich sage jetzt noch nicht mehr. Das in Chur. Ja, ich bin gespannt drauf. Also ich freue mich extrem auf den Dessert. Das ist immer so mein Challenge und das ist, an dem habe ich am meisten Freude. Blümchen zum Dessert? Das wirft Fragen auf. Heute ist ja der letzte Abend, das letzte Essen. Meinst du, kannst mit deinem Menü punkten und gewinnen? Geht es denn um den Gewinn? Das ist meine Frage. Ich glaube, es geht um den Spass, dass man gute Leute kennengelernt hat, dass man Freude hat am Kochen, auch mal andere Gerichte kennenlernen. Um das geht es doch. Um das Gewinnen geht es nie. Also ich denke, mitmachen ist das Credo. Also mein, steht ja bei mir auch drauf, oder? Ich bin auch Biker und ein Marathon spielt keine Rolle, ob du als erstes Ziel gehst. Hauptsache hast du durchgefahren. Das ist das Wichtigste. Komm jetzt, Patrick, so. Jetzt tust du gerade ein bisschen tief stapeln. Gibt es noch etwas vorzubereiten? Ja, also ich sollte noch die Vorspeise vorbereiten, den Hauptgang sollte ich noch vorbereiten. Das habe ich fast fertig. Habe ich jetzt versteckt vor der Kamera. Und ja, also ich bin noch ein bisschen im Stress, also in einer Stunde kommen sie. Oh ja, ich sollte noch mal Talent aufsetzen, ich wäre froh, wenn wir nur bekommen, bitte. Okay, dann gehen wir. Schauen, wo die anderen sind. Was gibt es heute echt beim Patrick? Schnaps. Also ich glaube, er grilliert. Irgendwie habe ich das Gefühl. Er hat mir irgendwie so gesagt, ja, hoffentlich ist das mit dem Wetter gut. Ja, so, ne? Genug geratet, da kommt das Menü von heute. Erbsenpüree. Egli-Filet auf Erbsenpüree, Rindsfilet mit Bergkräuterkruste. Oh, und Polenta. Salt in Bocca vom Egli-Filet, wow.
Also wenn da kein Eis dabei ist bei den frischen Erdbeeren, dann suche ich beim Patrick die Gefriertruhe, da ist bestimmt Eis drin. Genau, beim Glasse-Verkäufer sollte es ja eigentlich schon Glasse zum Dessert geben, finde ich also auch. Ein klein, so wie nie, gell? Ja. Schön, dass ihr gekommen seid. Zum Wohl. Die Gäste lassen sich schmecken. Und der Gastgeber legt gerade noch einen drauf. So, meine Lieben. Noch was Warmes? Ach, ich dachte schon gerade, wir müssen uns beeilen, weil die Suppe auf den Tisch kommt. Ja. Nein, es gibt noch viel mehr. Schon die Vorspeise ist ein Traum. Aber schaut mal, was hier noch alles in den Töpfen brutzelt. Das sieht doch sehr verdächtig nach. Küchenchef steht da drauf auf deinem Dings. Haben wir es doch gehabt. Wieso, warum bin ich Klassenverkäufer? Ja, das fragen wir uns auch. Ich will neue Sachen entwickeln, neue Ideen entwickeln. Und jetzt bin ich in der Frisco. Und ich muss sagen, je länger mir gefällt es mir extrem gut. Und was bedeutet die neue Ausgangslage für den heutigen Abend? Du, wahrscheinlich sind wir jetzt strenger mit dir. Ich will mal kochen. Ich habe keine Lust mehr zum Kochen. Komm jetzt, Patrick. Kannst du doch deine Gäste nicht einfach ohne Essen sitzen lassen. Und falsch machen kannst du ja jetzt eh nichts mehr. Wohl, du kannst vieles falsch machen, aber wir werden es nicht merken. Ja. Das war der Punkt. Ja. Das war der Punkt. Genau. Das ist gut, genau der Punkt. Jetzt tue ich Erbsentüre so weit auf innen. Oh, wir hatten noch mal Glück gehabt. Er kocht weiter. Ein bisschen abschmecken. Und nachher tun wir den Fisch in den Ofen kurz, weil er heiß ist. Und die Herdöpfel? Tun ich noch kurz leicht schwenken. Butter, so viel einzig sind. Normalerweise mache ich das nicht mit Butter arbeiten. Ich bin derjenige, der immer mehr mediterran schafft. Die einen wissen, was mediterran ist und die anderen nicht mediterran. Die schärfen wirklich, schärft praktisch nur mit Olivenöl oder mit Rapsöl. Das mache ich auch daheim, also ich koche praktisch nur mit Rapsöl und Olivenöl. Wenn ihr Hunger habt, dann müsst ihr einen Tisch haben. So, Patrick, jetzt musst du aber Vollgas geben. Deine Gäste haben Hunger und du bist ja noch gar nicht parat. Nein. Blaue St. Galler. Oh, wie im Gourmet-Restaurant. Nee, so. Fast zu schade, zum einfach so wegputzen. Christiane, wie hat es dir geschmeckt? Den frittierten Salbei fand ich sehr, sehr cool. Ja, und wie das überhaupt angerichtet war. Wie das Erbsenpüree da so auf den Teller gestrichen war. Und diese kleinen, wie hießen die Kartoffeln, Andi, sag mal? Blaue St. Galler, so habe ich noch nie gesehen. Der Fisch war auch gut gewesen. Und der Rohschinken, der frittiert, war der Hammer gewesen. Extrem knusprig, nicht fett. Erst das Gefühl, er sei nicht fettig gewesen. Also es war wirklich voll geil gewesen. Und was meinst du, Patrick? Wie ist es bis jetzt gelaufen? Bis jetzt? Gut. Bis jetzt ist alles soweit okay. Es gibt schon kleine Sachen, die mich nerven, aber ja. Was ist das da, was du aufs Fleisch tust? Das ist jetzt der Bergkötter. Hier ein Knellmann. Dann tue ich das in den Ofen. Das ist jetzt einfach schon mal angebraten? Das tue ich immer vorher anbraten, weil für mich ist es einfacher, wenn du das jetzt wieder muss anbraten und dann auch wieder in den Ofen schieben, weil wir den sie ja gerade trainieren. Ui, die Polenta sieht ziemlich trocken aus.
ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Könnte es da sogar einen Steinbock weniger geben am Schluss? Ich bin ja noch nicht fertig, ich habe immer noch die Chance zum Aufholen. Aha, der Profi weiss sich zu retten. Ein Schuss Zitronensaft, das weckt der Farbe. Wasser da. Sieht voll routiniert aus. Hoppla! Das geht etwa 10 Minuten. Musst du gar kein Wasser mehr dazugeben? Nochmal zwischendrin schon, du musst halt immer ein bisschen im Fokus haben. Und würzen? Das ist nicht mehr. Das tun wir am Schluss. Immer alles am Schluss machen. So, das Fleisch ist bereit. Jetzt heisst es nur noch schön anrichten und mit Blümchen dekorieren. Wow, der Andi hilft ganz gentleman-like beim Servieren und kümmert sich um jedes Detail. Was sind denn das für Gewürze? Ja, keine Ahnung. Das sieht aus wie... Nee, was ist das? Wahrscheinlich, das ist Basilikum. Blühender Basilikum. Oder Dill. Nee, was hier? Hier, Schnittlauch. Oder das da, weißt du? Ja, das ist die Blüte vom Schnittlauch. Oder vom... Lass mich mal kurz gucken. Also was jetzt genau? Das ist, glaube ich, glaube, es ist Basilikum. Was weiß doch nicht? Das sind doch Thymianblüten mit Schnittlauch und Peterli. Das sieht doch jeder. Profi. Und Radibutz sind alle Teller leer. Und, hat's geschmeckt? Sehr fein. Also wir haben zwar jetzt so ein bisschen herausfinden müssen, was das alles so ist, weil da waren irgendwie so diese kleinen Nocker auf dem Fleisch. So. Das war irgendwie so mit Bergkräutern und so. Nein, war super fein. Sehr, sehr, sehr lecker. Jetzt ist der schon am Abwäschen. Haben gemeint, es gäbe noch Dessert. Normalerweise habe ich meinen Handmixer, aber dort ist leider mein Schwingbesser kaputt. Was? Das ist ein Werkzeug von einem Profi. Das hat man früher noch immer so. Hallo. Ist doch schön. Und dann schnipselt er noch vor sich hin und dekoriert vor sich hin. Das ist jetzt also dein Dessert-Geheimnis, das du uns ganz am Anfang nicht verraten wolltest. Eine Erdbeer-Variation mit selber gemachter Roulade. Ich mache es einfach gerne, Patisserie. Kann man nicht essen. Jetzt wird es spannend. Kann der Profi wirklich punkten? Was meinst du, Christiane? Ich bleibe meiner Linie treu. Ich vergebe 9 Steinböcke. Ich habe allen 9 gegeben und der eine, der ist... 9 Punkte für Christiane. Und wie viel gibst du, Andi? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Fürs Lügen, sicher nein. Er hat ja gar nicht gelogen. Nein, er hat nicht gelogen, das stimmt. Also ich würde ihm den ganzen Haufen geben mit allen 10. Warum? Weil es wirklich ein perfekter Abend war. Und Yvonne darf jetzt noch die letzten Punkte vom Abend verteilen. An Patrick. Ich möchte gerne 10 Steinböcke geben. Einmal 9 und zweimal 10 Steinböcke gibt total 29 Steinböcke für den Patrick. Damit setzt sich der Profi durch und darf sich über den feinen Spezialitätenkorb von Terra Nuova freuen. Bündner kochend für Bündner. Natürlich aus Graubünden.